Mein Name ist Marco Vedana und ich bin Fotograf. In meinen Bildern geht es um die Wahrnehmung von Raum, Umgebungen und Atmosphären. Der Prozess des Fotografierens, also die Erfahrung, die ich dabei mache, ist für mich essentiell. In meinen Kompositionen abstrahiere ich den Ort, um ihn rätselhaft aufzuladen, um Fragen aufzuwerfen und neue Gedankenräume zu erschließen. Ich gebe der Leere auch mehr Raum, damit das Auge meditativ umherwandern und seine Ruhe finden kann. In der finalen Fotografie geht es eher weniger darum, den tatsächlichen Ort erkennen zu können. Warum mache ich das Ganze so? Zu meinen wichtigsten Momenten gehören jene, in denen eine Aufbruchstimmung in mir entsteht, beziehungsweise eine gewisse Art der Betroffenheit. Diese Momente wurden und werden bei mir eben durch Kunst, Raum und Architektur ausgelöst. Und wenn die BetrachterInnen beim Anblick meiner Fotografien auch von einem Gefühl des Aufbruchs gepackt werden, oder das Bild Nuancen von Erinnerung oder Hoffnung auslöst, dann ist das wohl das Beste, was passieren kann. Durch meine Bilder zieht sich ein roter Faden, sie sollen aber nicht als Serie eine Geschichte erzählen. Ich möchte den BetrachterInnen keine Erzählung vorschreiben, sondern jedes Bild sollte das Potenzial haben, die ganz individuelle Geschichte lostreten zu können. Für die 11. Ausgabe des Proud Magazines wurde ich von Monika Schill vom Kulturbüro Ludwigshafen und der freien Kuratorin Julia Thiemann interviewt. Und wer mehr über meine Arbeit erfahren möchte, findet das Magazin im Kulturzentrum Das Haus und an den hier eingeblendeten Orten.